Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Serie Runde 2 Golden League 2. Wir haben hier den Franzosen in Blau, das ist Marine dort. Und der spielt gegen Spanien, gelb, da haben wir Lucifron. Weiteres Best of 5, denn das hier ist das Lowest Bracket Final. Also die kämpfen um einen Platz im Finale. Das ist so kurz vor Ende des Turniers. Und wir starten auf Dry River. Wie man sehen kann, Hafen Nummer 1 unterwegs für Lucifron. Mit den Mongolen hier am Start hat das Obo direkt nebenan. Könnte mit einer Kasane versuchen, natürlich Druck zu machen auf den feindlichen Hafen. Das ist eine Option für ihn. Währenddessen das Gär hier noch am Scouten fährt, wird er noch das Schaf einsammeln mit seiner geschifteten Route. Währenddessen Kahn und Speer kümmern sich ebenfalls um die Schafe. Und Delhi-Sultanat am Start bei Lucifron. Das heißt, seine Schiffe können angreifen. Das heißt, jetzt ist das mit den Speerkämpfern schon... Oder wird gleich schwieriger, sobald da die Fischerboote mit dazukommen, weil die eben Konterfeuer geben. Tatsächlich, da wird das Schaf einfach erschossen, damit der Kahn das nicht bekommt. Und auch hier, das eine Schaf war kurz im Visier, wurde aber nicht gesniped. Das heißt, wir haben einen Hafen im Einsatz. Das wird aber auch Kaserne ist mit dabei für Marine Lord. So ein bisschen Einheitenproduktion soll es dann doch werden. In dem Fall Doppelproduktion Speerkämpfer. Zu Hause bei Lucifron einfach Holz sammeln. Und jetzt aber auch einiges an Nahrung. Er sammelt jetzt nicht übermäßig viel Holz. Er hat den Hafen gebaut, hat die ersten drei Fischerboote gebaut. Und hier eben auf dieser Map, man hat nur diese Tümpel. Das heißt, es ist nicht mega viel Fisch vorhanden. Daher lohnt es sich langfristig oftmals nicht, so viele Fischerboote hier reinzubauen. Und er bekommt jetzt gleich Ärger mit dem Außenposten, wie man gesehen hat. Der ist gerade so außerhalb der Reichweite. Aber einer der Dorf von der... Okay, ist kurz noch erreichbar gewesen. Aber jetzt ist er außer Reichweite. Hat kurz nachjustiert. Fischerboot versucht sein Bestes daran zu kommen, aber das ist nicht möglich. Die Speerkämpfer halten sich auch außerhalb der Feuerreichweite und dann kann man eben die Fischerboote hier belagern. Trotzdem ein bisschen Zeit verloren für Marine dort und Lucifron geht auf seinen Turm des Sieges, auf sein Wahrzeichen, hat nochmal ein Fischerboot mit dabei. Wenn das in die nächsten Speerkämpfer kommen, hier auch an. Für Marine dauert das natürlich alles etwas länger, denn er hat Ressourcen in Kasane und Speerkämpfe investiert. Außenposten noch mit dazu. Das heißt, er hat andere Sachen gesammelt, außer Gold und Nahrung. Aber sein Wahrzeichen ist nicht mehr weit weg. 380 und 190. Also nur eine Frage der Zeit. Währenddessen die Speerkämpfer schauen hier nochmal kurz vorbei. Aber so nah am Dorfzentrum kann man da gerade noch wenig bewegen. Es kommt eine Moschee. Abgetechnisch ist nicht viel passiert beim Delhi-Sultanat bisher. Wie man sieht, das dauert sehr, sehr lange, das irgendwas fertig zu kriegen ohne eine Moschee. Außenposten hier ist fertig. Jetzt gibt es auch einen eigenen Hafen für Marine dort, wenn das sind die Fischerboote. Haben sie auf die andere Seite verzogen. Also sie können zumindest noch die Fläche etwas ausnutzen und trotzdem arbeiten. Das ist dann nicht ganz so tragisch für Lucifron, der jetzt dann gleich die Feudalzeit erreicht. Aber Hirschstein ist ebenfalls unterwegs. Es geht in die Heiligkeit. Wenn das sind die Speerkämpfer, sind zwar noch unterwegs, aber es sollten hier wirklich nicht viel erreichen können. Man hat noch Schafe, an denen man notfalls sammeln kann. Was Marino dann kurz hier machen kann, ist den Außenposten abzugraden auf Schießschaden. Dann geht nochmal die Feuerreichweite ein bisschen weiter. Wird natürlich seine eigenen Fischerboote bauen. Wenn das hier draußen nächster Hafen bereits im Bau. Der Speer sieht das, kann das aber mit seinem mickrigen Schaden nicht stoppen. Wird das nämlich auch den zweiten Hafen für Lucifron, an dem es noch etwas Ärger gibt. Hier sind zwei Dorfbewohner, die werden verfolgt. Die Fischerboote versuchen ihr Bestes, das irgendwie aufzuhalten, aber deren Bestes ist einfach nicht genug. Die Speerkämpfer bekommen noch ein Upgrade. Dauert noch ein bisschen, da kommen die angesprochenen Schießscharten. Wenn das die Dorfbewohner versuchen, irgendwie zu fliehen. Die Speerkämpfer kriegen gleich noch ihr Upgrade und sind damit noch mal ein bisschen gefährlicher. Ein Dorfbewohner wird es wahrscheinlich erwischen, der noch 10 Hitpoints. Bei der Kahn kann bisher auch nicht so gut ran. Dorfbewohner kommen dem Dorfzentrum näher. Tatsächlich, das scheint zu funktionieren. Es wird sehr, sehr knapp, weil der Kahn auch wieder rankommt und einen Pfeil absetzt. Zwei Pfeile noch. Ein Pfeil noch. Kommt der letzte Pfeil noch durch? Letzter Pfeil kommt durch, ein Dorfbewohner fällt. Dafür fällt aber auch ein Speerkämpfer. Oben, wie man sieht, der Hafen wurde fertig. Kein Problem, der Speer macht dafür nicht genügend Schaden, um relevant zu sein. Und die Schießscharten hier sind ebenfalls fertig. Das heißt, jetzt ist einmal der Hafen unter Feuer. Da kommt noch das Upgrade für die verlängerten Leinen. Da kann man das Upgrade, dass man Gelehrte einquartieren kann. Das ist auch schon durchgezogen worden. Das dauert nämlich auch nicht lange. Ein bisschen beim Doppelhafen jetzt im Einsatz, aber bei Lucifron dasselbe. Da lohnt sich das Upgrade dann auch mehr. Wirtschafts-Upgrades folgen, Speerkämpfer-Upgrade folgt. Also momentan beide in einer Entwicklungsphase. Wirtschaftlich 37 zu 29, aber das liegt daran, dass die Fischerboote von Delhi, glaube ich, da nicht mit eingerechnet werden. Bei Marine in dem Fall mit drei Häfen schon unterwegs ist, ist der Gegner nur mit zwei. Da gibt es noch einen Tümpel, an dem noch nicht gesammelt wird. An dem hier gibt es nach wie vor ein bisschen Stress. Der Hafen leidet ein wenig. Maritime Schießscharten helfen hier natürlich gar nicht.
So mit Menü und weiter am Drücker versucht sein Gegner dazu nerven, die Fischerboote ein bisschen anzulocken, dass der Außenposten eventuell auch drauf schießen kann. Man sieht, die Reichweite ist es knapp, aber es reicht nicht ganz. Der Hafen damit derjenige, der leiden darf. Und Minot muss eben immer aufpassen, dass er seine Speerkämpfe ein bisschen babysittet. Da kommen aber noch weitere mit dazu. Mit dem gewürdelten Schaden. Der Hafen wird nicht besser. Hitpoints schrumpfen. Die Bogenschützen wollten sich noch nicht mit einmischen, interessanterweise. Seasons hat Bogenschützen da. Bei Lucifon, wobei bei Minot jetzt ebenfalls. Der hat auch schon zu Hause ein paar weitere Einheiten ausgebildet. Wie man sieht, Doppelschießstand ist am Start. Somit mehr per Bogenschützen auf beiden Seiten. Der Wald wird leer gesammelt. Hier nochmal Dorfbewohner wird verfolgt vom Wolf allerdings und Außenposten für die geweihte Stätte, damit der Gegner die nicht einfach so einnehmen kann. Dafür ist dieser Außenposten auch noch gut. Also momentan werden zwei oder sollen zwei geweihte Stätten blockiert werden. Der Hafen brennt inzwischen, aber Dorfbewohner kamen wieder zu, um den zu reparieren. Lucifon ist nicht gewillt, seine Nahrungsquelle hier einfach so aufzugeben. Kostet ihn aber halt Arbeitszeit von drei Dorfbewohnern. Wie man sieht, er verliert trotzdem hier dann noch ein paar Hitpoints. Und es sind noch viele Einheiten noch da für Marine dort, um diesen Hafen zu kämpfen. Und so geht's wieder bisschen an die Hitpoints ran. Inzwischen brennt das Ding nicht mehr. Die Bogenschützen, währenddessen von Minot, die suchen den Kampf. Die sind schneller als die Feindlichen, dank der Yam-Aura. Damit muss man als Lucifer immer ein bisschen aufpassen. Er baut inzwischen Reiter, um die Bogenschützen zu kontern. Zudem eben auch eigene Bogenschützen in größerer Anzahl, um eine Armee parat zu haben. Da kommt das effiziente Produktionsupgrade. Das hat sich bisher nicht. Das kam bisher nicht mehr dazu, da einfach lange keine Moschee dabei war. Das Upgrade sieht man eigentlich eher im dunklen Zeitalter. Aber Lucifons Opening war einfach anders. So, hier einmal kurz der Versuch, der Run auf die Masse von Moniert, aber er schnappt sich die ersten Speerkämpfer. Die Bogenschützen kämpfen gegeneinander. Da gehen jetzt die Reiter nach vorne. Die sollen von den Speerkämpfern von Marinord abgewehrt werden. Die Weidestätte ist eingenommen worden hier tatsächlich. Der Außenposten ist fertig, aber wenn nichts drin ist, wenn nichts schießt, passiert da halt auch nichts. Währenddessen verlieren aber die Bogenschützen von Lucifon nach und nach ihr Leben. Die Dorfbrunnen war noch kurz angeschossen. Halt noch ein bisschen durch. Viele Bogenschützen immer noch im Einsatz. Ein Dorfbewohner fällt, der zweite ist mega low. Der Hafen wird immer noch am Leben gehalten. Wenn auch gerade so. Zweite geweihte Stelle wurde noch nicht eingenommen. Tatsächlich interessant, dass die vorderste in Besitz genommen hat für Lucifer. Also die, wo doch recht weit weg ist. Aber die ist eh nicht weit weg von seiner Base, muss man da sagen. Und in der Mitte kommt halt aktuell nicht ran. Der Hafen. Die Truppe zieht sich erstmal rüber. Da wird ein neuer Hafen gebaut. Der Außenposten soll noch verstärkt werden. Sind die Reiter da stark und die immer die geweihte Stätte kann gehalten werden? Also mehr Bonusgold für Lucifon in dem Fall. Oder generell Bonusgold, aber seine Fischerboote kriegen jetzt ja AGS. Das wird versenkt von den Bogenschützen. Der Hafen, der leidet, aber der Hafen hilft tatsächlich den Fischerbooten noch ein gutes Stück aus. Bisschen Reparatur ist mit dabei. Aber mit der Masse an Armee, die Fischerboote sind einfach zu schwach für diesen Job. Können wir vielleicht, ne, sie quartieren sie sogar ein, aber damit schießen sie auch nicht zurück. Währenddessen wurde der Außenposten, wie erwartet, niedergerissen. Hat hier und da noch eine Einheit gekostet, aber nichts Tragisches. Geweihte Stätte wird also weiterhin gehalten. Dafür verliert man aber einen Hafen und einige Fischerboote. Minot ist auf 52 wirtschaftlich gegen die 37 plus 8. Also 45 bei Lucifon. Er ist also schwächer in der Wirtschaft. Hat aber Bonusgold von der geweihten Stätte, wobei es halt nur eine ist. Das ist nur 150 pro Minute, ist jetzt noch nicht die Welt. Kann damit theoretisch mehr Gelehrte bauen. Weitere Upgrades folgen. Bei Minot inzwischen 19 Bogenschützen auf dem Feld, bei Lucifon sind es 11. Der Hafen ist erledigt, die Fischerboote ebenfalls und die Truppe von Marinot möchte mehr. Piekst dann mal ein bisschen weiter nach vorne, guckt, wo die gegnerische Armee ist, wandert jetzt ein bisschen rüber, geht er den nächsten Hafen dann an. Bei sich zu Hause herrscht sehr viel Ruhe, hat seine Produktion hier, farmt sich durch die Ressourcen durch, hat da schon lange keinen Besuch mehr bekommen. Also Lucifon steht hauptsächlich defensiv, versucht irgendwie seine eigenen Ecken zu halten, aber weitere Upgrades sind unterwegs. Mehr Reiter werden vor allem auch gebaut, um die Bogenschützen zu kontern. Nächster Hafen, in dem einquartiert wird. Ein Reiter versucht, die geweihte Stätte zu stoppen. Das wird erstmal nicht gelingen gegen so viele feindliche Reiter. Der Surround wird angesetzt mit den Bogenschützen. Kein Problem, den Kill zu machen. Parallel leidet aber der Hafen. Reinforcements kriegen auch ein bisschen Ärger. Der Hafen baut, wie man sieht, ein Dau und ein Sprengstoffdau. Das könnte gefährlich werden, wenn man da länger bleibt. Zudem kommt man näher und näher an die Basis hier von Lucifon ran. Das Minot mit seiner Truppe sehr aktiv noch unterwegs. Schmiede-Upgrades auf beiden Seiten sind recht ähnlich. Es gibt noch das Fernkampfschaden-Upgrade für Marinord. Das gibt aktuell noch einen guten Vorteil. Das soll ausgeglichen werden, aber das dauert bei Deli halt einfach ewig. Wir haben halt auch nicht viele Gelehrte auf dem Feld mit nur zwei Stück. Entsprechend langsam ist die Beschleunigung der Forschung. Das ist ein, ja, der ist auch noch in effizienter Produktion. Also der hilft gar nicht bei den Upgrades. Daher dauert das so lange. Kampf läuft. Yam-Aura plus ein Schaden mehr für die Bogenschützen von Marinord. Vergleich zu den von Lucifon. Lucifon hat dafür den Attack-Speed-Bonus von seinem Turm des Sieges. Aber ist das genug? Wir sehen große
Massen an Einheiten treffen jetzt hier aufeinander. Die Reiter wollen nicht so wirklich engagen, weil weil Sperrkämpfer durch vor den Bogenschützen stehen, oder vor den Bogenschützen stehen sollen. Khan hat es gerade zerlegt. Das hilft ein bisschen. Lucifund versucht, sie das selber durchzuarbeiten, schickt es die Reiter wieder vor, bis eben die Sperrkämpfer von Mjot reagieren. Die versucht das selber runter zu fokussen. Aber auch Lucifund fehlt einige Einheiten. Mjot lässt sich das nicht einfach so bieten. Der rennt auch immer hinterher und versucht ein paar Snipes auszupacken und nimmt auch schon ein paar Reiter raus mit seinen Bogenschützen. Also tradet da bisher nicht schlecht. Der Kampf geht hin und her. Die Jammerer ist die ganze Zeit aktiv. Und der Sieg ist natürlich auch der Bonus. Schmiede-Upgrades werden besser, aber Mjot aktuell hat immer noch den Vorteil. Selbst wenn jetzt dieses eine weitere Upgrade mit dazu kommt, hat er trotzdem eins mehr. In dem Fall Nahkampfschaden kam damit dazu. Hilft den Speerkämpfern, hilft den Reitern. Die Einheiten kiten hier aber noch hin und her. Reinforcements werden da mit reingebaut. Bei Lucifer sammelt sich ein bisschen das Gold, der nutzt es jetzt auch für weitere Gelehrten. Und Mjot kitet einfach, was das Zeug hat mit seiner Jam-Aura. Kann sich einfach ein bisschen schneller bewegen als der Gegner. Somit hier. Man sieht das, er kann viel einfacher verfolgen. Also gerade rückwärtslaufen ist Lucifer immer sehr, sehr nervig, weil er halt nicht wirklich sinnvoll wegkommt. Außer mit den Reitern geht es noch ein bisschen besser, aber seine eigenen Bogenschützen einfach zu langsam. Jedes Mal, wenn die Jam-Aura mit dabei ist, Mjot geht direkt in den Kampf. Diesmal ist die Aura gar nicht mehr mit aktiv, sondern er haut einfach drauf. Er will durch die feindliche Armee sich durcharbeiten. Die Reiter sind nicht mehr viel. Es sind immer noch einige Sperrkämpfe mit drin für Mjot. 6 Reiter noch und noch 12 Sperrkämpfe auf dem Feld. Bogenschützentechnisch ist es 21 zu 40. Mjot hat fast doppelt so viele Bogenschützen. Jetzt hat er doppelt so viele Bogenschützen. Die Upgrade-Situation ist da gleich, aber trotzdem die Masse macht's. Die Reiter kommen einfach nicht dazu, ihre Arbeit zu machen. Die würden eigentlich gerne die Bogenschützen rausnehmen. Es sind so viele, dass die Reiter vorher tot umfallen. Von den Sperrkämpfen ist auch nicht mehr viel übrig. 5 Sperrkämpfe, aber halt 3 Reiter. Man sieht die Reiter, mit jedem Volley verschwindet da einer. In der Gesamtbogenschützenmasse ist Mjot immer noch vorne. Der braucht ein bisschen länger, bis ein Reinforcement hier ankommt. Das gibt Lucifer noch eine Möglichkeit zu kämpfen, aber sein Militär wurde deutlich mehr ausgedünnt. Wir sind bei 27 zu 45. Die nächsten Schmied-Upgrades kommen, aber die werden keine so riesige Rolle spielen, wenn das hier die Dorfbrunnen schon gelitten haben. Khan auch respawnt, ein bisschen was ist untätig. Könnten gut ein paar Fischerboote sein. Und man sieht, Reinforcements werden weiter und weiter rangeschickt. An Ritterzeit ist hier nicht zu denken. Beide kämpfen, was das Zeug hält. Mit dieser Truppe, mit dieser Bogenschützenmasse. Und das 42 zu 17 inzwischen. Und die Reiter kommen einfach nicht ran. Man sieht auch, der Reiter, der dann wieder weglaufen will, kassiert trotzdem einen Volley. Dorfbewohner wird weggesniped. Wirtschaftlich ist Mjot auch im Vorsprung und versucht, den weiter auszuweiten mit diesen Kills. Da wieder mal ein Reiter, der doch mitten reinkommt, aber nicht lange lebt. Jetzt geht es wieder gegen die Bogenschützen alleine. Reinforcements für Lucifer gerade nur Bogenschützen. Da fehlt das Dorfbewohner und eigene Bogenschützen. Also die Truppe von mir einfach zu krass gerade. Aber dass sich Stück für Stück durchs feindliche Militär, das auf den Khan mit bei, kann er so einen Turbo-Pfeil oder Nachladepfeil absetzen, falls er das müsste. Aber muss er nicht, denn da kommt das GG, das 1-0, das geht hier an den Franzosen. Da hat er so Mjot die ganze Zeit die Nase vorn, immer eine Zeit lang mit besseren Upgrades gekämpft und dann wirtschaftlich schon einfach ein bisschen besser da. Man sieht, seine Fights waren da sehr solide. Also die Reiter hat wirklich sehr gut um die Aura rumgespielt, muss man auch sagen. Die Jam-Aura hat ihm sehr viel gebracht. Er konnte besser kiten, konnte besser verfolgen und die haben eigentlich die ganze Zeit oder den Großteil der Zeit in der Jam-Aura gekämpft, was ein Nachteil für Lucifer ist. Auch wenn er mehr Attack-Speed hat, Problem ist halt, beim Weglaufen nutzt einem die Attack-Speed nichts. Somit wurden die Trades nicht unbedingt besser, wie man sieht. Wirtschaftlich war Mjot tatsächlich die ganze Zeit vorne. Werden da die Fischerboote richtig reingezählt? Das fühlt sich nach wie vor nicht so an. Oder hat er einfach grundsätzlich mehr? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Beides sind eigentlich makrotechnisch sehr solide. Aber gut, 1-0 geht an Mjot. Mal sehen, wie Lucifer weitermachen möchte. Wir machen weiter auf der Heiligen Insel. Die ganze Reihe an Schafen wurde hier gerade abgegeben. Auch hier Potenzial für Häfen. Wir haben auch für jeden Spieler einen aktuell dabei. Also Wirtschaftsstart auf jeden Fall möglich. Gerade die Chinesen, die Mjot hier spielt, freuen sich darüber, je mehr Wirtschaft in diesem Spiel stattfinden kann. Für die Engländer auch nicht ganz verkehrt, aber man sieht, da gab es auf jeden Fall schon was. Eine Kaserne ist am Start und da gab es V-Hut-Waffenknechte. Da ist der erste, hinten läuft der zweite und Ziel ist erstmal der Hafen, um da ein bisschen nervig zu sein. Theoretisch könnte Mjot eine Barbakane hier irgendwo reinquetschen. Problem ist, er müsste dafür ein bisschen Dorfbewohner opfern. Zweiter Hafen steht hier hinten in der hintersten Ecke, wurde aber auch gefunden. Dorfbewohner wird verfolgt. Die Fortwaffen hier sind jetzt nicht die schnellsten Einheiten, aber sie sind halt ziemlich tanky und damit recht gefährlich. Ein Dorfbrunnen ist sehr angeschlagen. Goldtechnisch, wir haben 195, hat der 5 Gold? Der hat genau die 5 Gold, die Mjot braucht, um ein Wahrzeichen zu bauen. Sogar mehr, wir landen jetzt nicht auf 201. Da wieder mal der klassische Rundungsfehler mit drin. Und dann gibt es einfach die defensive Barbakane in der eigenen Base, um was gegen die Waffenknechte zu haben. Das sieht man von den Chinesen auch nicht oft, dass so viele Dorfbrunnen und das erste Wahrzeichen bauen. Da könnten sogar mit denen hier noch aushelfen, wenn es wirklich notwendig wird. Aber will halt trotzdem Holz sammeln, um weitere Fischerboote bauen zu können.
Währenddessen kommt die Ratshalle auch für Lucifer. Man ist jetzt zwei Waffenknechte, das ist nicht die Welt. Sind trotzdem 200 Nahrung, 40 Gold. Also gut was an Ressourcen für so einen frühen Spielverlauf. Und aktuell das Dorfzentrum schießt ein bisschen raus. Der verliert doch Stück für Stück seine Hitpoints. 30 übrig. Babakane, er wurde dann reduziert. Und der, oh, ist er zu nah. Er war zu nah dran, wird gesniped sogar noch von der Babakane. Ist ein Waffenknecht weniger. In den Häfen könnte man jetzt auch notfalls ein Kampfschiff bauen. Es kommt auch eins. Es ist einmal die Chunk hier unterwegs. Die Chunk schippert auch schon mal rüber. Der Speer hat das aber auch im Blick. Der Fort-Waffenknecht macht jetzt hier wenig und hier gab es ebenfalls einen zweiten Hafen. Aber aktuell Schiffe noch nicht baubar, noch nicht möglich, denn die Ratshalle ist noch nicht ganz fertig. Das ist jetzt der Fall und dann kann auch hier die Produktion von einem Kampfschiff starten. Denn die Chunke wird wahrscheinlich Kurs auf die Fischerboote nehmen und dafür braucht man eine Antwort. Und entsprechend wird ein Hulk gebaut. Also das sollte nicht so viel schief gehen. Dann werden Upgrades dazu geholt, die Schubkarre, das Holz zum Upgrade, die doppelseitige Breitaxt ist das, genau. Und dann noch die Aufwertung von den Waffenknechten. Man sieht, die Fischerbrote dürfen ein bisschen leiden. Bis dann der Hulk da ist, der klärt die Chunke eigentlich recht problemlos. Hier, Schaden wird ausgeteilt. Bisher hat es noch nicht gereicht, um ein Fischerbrot zu versenken. Man sieht den Hulk und denkt sich, ja, jetzt wird es schwierig. Der hat auch sofort tatsächlich seine Segelfähigkeit eingesetzt, dass er schneller durch die Gegend schippert. Die 1,92, was er gerade noch hat. Und jetzt ist er runter auf 1,38. Vergleich zu Chunky mit 1,75, die ist jetzt quasi wieder schneller, aber der Hulk ist nah genug dran, um weitere Schüsse auszuteilen. Da fehlt noch einer und der Schuss kommt. Die Chunky wurde erfolgreich versenkt. Gut gemanagt von Lucifer, sofort auf Turbo gedrückt und dann... Warum flimmert denn das Segel so? Das ist mal ein interessanter Effekt, der so, glaube ich, nicht sein sollte. Man findet immer wieder was Neues. So, Tiefseefische 1 sind hier gleich komplett leer gesammelt. Da haben wir jetzt auch eine Kriegsschunke im Einsatz. Und damit ist der Waffenknecht-Geschichte und der Hulk sich auch hier gut gegen zwei Schiffe. Das lassen wir mal lieber. Wir ziehen uns zurück. Und es kommt noch die Kaiserliche Akademie direkt nebenan. Und somit die Song-Dynastie für Marine dort. Die ganzen Schafe, die hier durch die Gegend wandern. 17 Schafe. Und hier liegen halt auch noch 5 Stück oder so. Also nahrungstechnisch ist man eine Weide versorgt. Und nahrungstechnisch ist man eigentlich hier versorgt. Man hat hier die Tiefseefische. Die Sammelei ist sehr umfangreich. Aktuell scheint es so, dass beide einfach ein bisschen Wirtschaft pushen. Da kommt noch das Upgrade für die Kampfschiffe. Das ist, glaube ich, Spezial-Upgrade auch von den Engländern. Genau. Reichweite plus 1. Wird auf jeden Fall Auswirkungen haben in der Seeschlacht. In der Zwischenzeit ist die Song-Dynastie gestartet. Und wir kriegen auch noch eine Palisade vom Lord. Also er will da an Land möglichst wenig Ärger. Drum steht hier so kompakt. Hier reinlaufen mit irgendwelchen Bodeneinheiten ist echt nicht einfach. Man wird massiv beschossen. Die Dorfbunde können sich auch noch einquartieren für noch mehr Damage. Das will man sich eigentlich antun. Das ist ein Angriffswinkel, wäre gerade eher sinnvoller für Lucifer über die See. Oder er versucht einfach selber die Economy zu pushen. Wie man sieht, es gibt einen weiteren Hafen und es gibt weitere Hulks für seine Seite. Und auch hier soll es einen weiteren Hafen für Marine Lord geben. Und Bogenschützen mischen jetzt auch noch kurz mit, denn die Barbar kann ja dann doch nicht alles in Reichweite. Gerade Langbögen sind da ein Problem. Dafür gibt es gerade einen Stall. Der Waffenknecht denkt sich auch, komme ich da noch irgendwie ran? Aber die Antwort ist da eher nein, dass er da reinkommt, weil man sieht, es ist gut was an Schaden, was die Barbakane austeilt. Der Hafen wird erstmal nichts. Kriegsschunken und Schunken sind hier für die Verteidigung. Parallel werden Reiter gebaut, um was gegen die Langbogenschützen zu haben. Die haben sich auch noch die Pfähle hingestellt, blockieren damit die Goldader. Ist für die Chinesen noch kein Weltuntergang, man hat ja das Steuergold, das man noch sammeln kann. Zudem die beiden Wahrzeichen stehen ja schon, also das grundsätzliche Gold, das man hier haben wollte, hat er schon. Nächstes Gold wäre dann eher für weitere Schiffe, wofür er das ausgeben muss. Hier die Kriegsschunke kostet dann auch 30. Aber er kann sich noch ein bisschen was davon leisten. Wie gesagt, er hat notfalls auch Steuergold ein bisschen, was er noch abgeben kann. Ich glaube, da müsste auf jeden Fall noch was da sein. Ja, 84 Gold hier. Er hat noch fast 200 Gold in seinen Gebäuden rumstehen. Also das wird noch ein bisschen unterstützen. Wenn das in die Seeschlacht sich entwickelt, da kommt das Upgrade auch die verlängerten Leinen, um mehr von den Fischkuttern zu haben. Die Bogenschützen nerven immer noch. Da kommt ein weiterer Reichsbeamt. Ich musste gerade echt überlegen, wie die Einheit heißt, aber ich wollte es jetzt nicht nachschauen. Ich sage gerade zum Moment, das weißt du doch. Das musst du doch jetzt beim besten Willen nicht nachschlagen. Man sieht, die Flotte bewegt sich hin und her. Hafenreparatur ist mit dabei für Marine Lord. Und sammelt auch gerade Stein. Das könnte in Kürze auch maritime Schiefschaden mit dazu holen. Werden vielleicht auch noch wichtig, denn die ersten Brander betreten jetzt das Spielfeld. Die Seeschlacht wird also explosiver.
in den nächsten Engagements. Wir haben da 5 Hulks, 2 Galeeren. 6 Hulks, 2 Galeeren. Auf der anderen Seite sind es 7 Kriegsschunken und 2 normale Schunken. Also insgesamt eigentlich mehr Feuerpower am Start, aber die schlechtere Reichweite, das Spezialupgrade von Lucifon, sorgt dir halt für Probleme bei Molinord in seiner Verteidigung. Man sieht, dass die eine Kriegsschunke, also die eine normale Schunke ist das sogar, ist ziemlich angeschlagen. Und jetzt ist der Brander mit dabei. Wir sind beide Brander mit dabei. Da kommen aber, ja, wie erwartet, die maritimen Schießscharten. Hohe Reichweite. Nicht der krasseste Damage, aber es nervt auf jeden Fall, wenn man die ganze Zeit hier beschossen wird. Und man sieht auch sofort die Reaktion von Lucifon. Bisschen versuchen da rauszukommen aus dem Radius, aber der Radius ist wie gesagt ziemlich hoch. Ja, da geht's auch schon los. Die Brand. Okay, die Brander warten auf den Hafen angesetzt. 4 Brander, um den Hafen zu sprengen. Aber das ist nicht genügend Feuerpower. Und der Dorfbund lebt und der Hafen lebt auch noch. Der Hafen, da wird nachgesetzt. Der Hafen wird von den Schiffen am Ende zerstört. Das war sehr, sehr knapp. Und damit hat man auch automatisch die Schießscharten ausgeschaltet. Ach, kostet natürlich einige Brande. Ist die Frage, ist es das wert? Ein Brande kostet 80 Holz und 80 Gold. Der Hafen mit seinem Upgrade kostet natürlich auch einiges. Aber trotzdem, das ist schon viel Investment. Die Flotte von Minot lebt noch immer. Hat den Hafen jetzt auch wieder gebaut und sofort die nächsten maritimen Schießscharten unterwegs sind. Der nächste Hafen im Bau, dass das Spielchen nicht nochmal passiert. Interessante Seeschlacht hier am Laufen. Lucifon hat halt keine Reparatur hier mit dabei. Seine Hafen sind ein bisschen weiter weg. Er hat auch hier nochmal aufgestellt. Das sind insgesamt 4 Häfen jetzt im Einsatz für die Massenproduktion zu See, weil er eben auch weiß, an Land geht nicht viel. Da werden mehr Steine gesammelt, da wird Gold gesammelt. Die nächsten Schießscharten sind jetzt fertig. Der nächste Hafen ist fertig und auch hier gibt es die nächsten maritimen Schießscharten. Also die Position von mir wird mehr und mehr abgesichert. Gerade hier. Der Durchgang ist dann nicht mehr so breit, wenn die maritimen Schießscharten hier mit drauf sind. Da kommt noch das Line-Upgrade für den Spieler in Blau. Aber Lucifon möchte nicht locker lassen. Er hat 10 Hulks inzwischen, aber es sind 12 Kriegsschunken auf dem Feld. Auch die ersten, wie heißen sie hier offiziell, die Brander von den Chinesen. Die heißen, glaube ich, nicht Brander. Genau, Sprengstoffschunken, das war's. Das Sprengstoffschiff auf jeden Fall. Ja, nächstes Mal maritime Schießscharten, diese marine Schießscharten sind aktiv. Das heißt, 2 Häfen können hier Konterfeuer betreiben. Die Schlacht ist am Laufen. Die Reparatur immer noch für Milliard mit unterwegs. Aber Lucifon schiebt sie mit seiner Masse trotzdem näher ran. Seine Hulks machen einen guten Job. Sein Reichweitenupgrade macht auch einen guten Job. Die Hulks werden jetzt ein bisschen schwächer. Hitpoints schrumpfen danach. Da wird einer versenkt vom Hafen. 5 Brande jetzt aber wieder mit dabei. Also er könnte wieder versuchen, einen Hafen zu sprengen. Gerade der ist auch schon angeschlagen. Also den kann man ein bisschen leichter kaputt machen. Denn das sind Späher und Einheiten. Nerven an der ganzen Base. Da wird eine Schmiede mit dazu gebaut. Theoretisch könnte man, glaube ich, den Dorfbonus sogar wegsnipen. Wie sieht es zu Hause aus bei Lucifon? Ja, Gott. Endlos Holz vor der Lage, dass die Laufwege auch ja kurz sind, dass das Holzeinkommen so hoch wie möglich ist. Ach, da sieht man die Prioritäten. Wir nutzen auch ein paar im Einsatz, aber nicht ganz so viele. Man sieht halt hier und da noch Steuergold drin, aber auch schon sehr viel rausgeholt. Also er muss eigentlich schon ein bisschen aktiv Gold sammeln. Da hat er jetzt auch Sugenus mit dem Einsatz. Was ist eigentlich aus seinen Reitern geworden? Er hat eigentlich mal Reiter. Aber die sind irgendwann irgendwo draufgegangen. Währenddessen die Seeschlacht aktiv war. Die Sperrkonferenz haben wir dran. Aber gegen die ganzen Sugenus wird es schwieriger. Die Bogenschützen geben ihr Möglichstes. Aber das kann Merlinord halten. Die Einheiten sind zu wenig. Weitere Einheiten sind erstmal nicht unterwegs. Die werden jetzt erst losgeschickt. Wird also dauernd. Die Flotte ist mal wieder angekommen. Die beiden Häfen versuchen ihr Möglichstes, um der Verteidigung zu helfen. 14 zu 13 in den roten Schiffen. Der Brander wird zerstört. Den nächsten Brander hier mit drin. Schippern nach vorne. Die Brander im Fokus. Was können die Brander an Flächenschaden machen? Minot zieht sich weit und weiter zurück. Die Brander sind fast alle versenkt. Da ist noch einer. Der ist aber ebenfalls explodiert. Und somit ist doch eines hier noch übrig. Und man sieht auf beiden Seiten viele Verluste. Wir sind jetzt bei 10 Kriegsschunken zu 12 Hulks. Also Mehrzahl für Lucifon dabei. Aber zieht sie trotzdem erstmal zurück. Er wird die ganze Zeit von den Häfen beschossen. Er hat auch ein paar Fischerboote erwischt. Trotzdem sind wir bei 76 zu 65 in der Wirtschaft. Liegt mitunter auch daran, weil Marinot halt Song-Dynastie, die hat und damit schneller Dorfbewohner ausbilden kann. Zweites Dorfzentrum ist bei keinem mit dabei. Und immer noch sehr viel Geld wird zu See versenkt. Hier gab es gerade noch irgendeinen Einheitenbesuch. Und da gibt es den nächsten Einheitenbesuch an der Goldader wieder mal. Das Gold ist wichtig, um mehr Schiffe zu bauen. Weil beide pumpen da wirklich sehr, sehr viel. Die nächste Schlacht hier am Laufen. Nerd hat immer noch den Reinforcement und den Reparaturbonus, aber nicht auf allen Schiffen, wie man sieht. Ein Teil nicht davon. Lucifon wird jetzt in eine Ecke gedrängt, aus der er nicht wirklich so gut rauskommt. Muss ein bisschen aufpassen. Hat aber neue Brande mit dabei. 6 Stück insgesamt. Wirklich massenhaft Brande. Aber einer von Nerd kommt von der Seite. Da sind 3 Brande unterwegs. Es wird gesplittet, was das Zeug hält. Der versucht, den Flächenschaden möglichst auszuweichen. Weil die Kriegsschunken werden halt auch massiv versenkt von diesen Brandern. Wenn die mal treffen, die Hitpoints schrumpfen sehr, sehr schnell. Jetzt kommt wieder die richtige.
Der konnte in die andere Richtung. Die Galeeren wollen die Brande haben, kamen noch nicht so ganz ran. Die Brande sind bisher noch gedodged. Das sind 5 Brande hier im Einsatz. Was kann für eine Explosion kombiniert werden? Lucifer geht hier wirklich die Fluchtfläche aus. Der wird da mehr und mehr an die Wand gedrängt. Das heißt, wegfahren ist schwierig. Da wird explodiert. Die Galeeren sind ebenfalls davon betroffen, nehmen eigentlich ganz so viel Schaden. Und da crasht man rein, verfolgt die letzten Schiffe, versucht möglichst viel Schaden nochmal anzurichten. Also auf beiden Seiten die Flotte wird halt dezimiert. Da ist nicht mehr viel übrig. Wir haben 4 Hulks noch auf dem Feld, aber jetzt 8 Kriegsschunken. Parallel an Land gab es hier und da noch ein bisschen Stress, aber die Gebäude haben gehalten, wie man sieht. Die Netten haben sich da reinlocken lassen und sind damit alle tot umgefallen. 70 zu 60 wirtschaftlich, da führt Minion immer noch, macht mit seinen Zugenus gerade einen Counter-Attack und blockt damit die Goldader seines Gegners tatsächlich. Und zu See kann es sich auch Stück für Stück durchsetzen. Wie man sieht, hat jetzt einen Keil getrieben zwischen den Netten von Lucifron und kann damit die 2 Trupps auseinandernehmen. Währenddessen die Häfen stehen immer noch und haben ja, wertvolle Feuerunterstützung geleistet. Minion hier mit der Überzahl 10 zu 7 immer noch und kann die beiden Hulks noch recht problemlos rausnehmen. Nächste Flotte ist noch unterwegs. Die nächsten Brander wurden damit reingebaut. Also es nimmt auch kein Ende. Hinten die Einheiten, die sind jetzt komplett da durchgelaufen, weil der Wald weg war. Das heißt, die Gebäude schützen hier nicht mehr. Und damit hat Munir jetzt gleich Holzschwierigkeiten. Wo ist denn das nächste Holz? Er versucht es hier unterhalb. Aber man sieht, die Dorfbewohner sind selber ein bisschen zu dumm für ihren Job. Die blocken sich gerade komplett gegenseitig. Also da wird das Income auf jeden Fall leiden. Und da kommen die Brander wieder angeschöppert. Da gab es eine ziemlich mächtige Explosion. Da sind gerade 3, 4 Schiffe abgesoffen. Konterexplosion trifft in dem Fall nicht ganz so gut. Das sind hier weitere Hulks, 4 Stück, die werden aber zurückgescheucht. Fischerboote arbeiten noch, die Dorfbrunnen, jetzt haben sie sich hier durchgearbeitet und da wuselt es wie bescheuert. Das sind wirklich viele Dorfbrunnen hier auch im Einsatz bei Molinot. Aber kann die gerade nicht alle verwenden, versucht jetzt mit den Sugenus und den paar Einheiten hier diese Truppe zu stoppen. Barber kann halt auch ein bisschen mit ausgeholfen, die Sugenus werden trotzdem weggeschossen. Jetzt geht aber die Seeschlacht in die andere Richtung. Schucken sind sie dann doch erstmal zurück. Währenddessen werden noch Tiefseefische gefarmt, was das Zeug hält. Militärisch ist Mullion jetzt vorne gesamt und er kann auch diese Landtruppe nach und nach aufhalten mit seinen Reinforcements. Da ist nicht mehr viel übrig, wie man sehen kann. Die Waffenkette leben noch ein bisschen länger. Aber der Damage ist einfach nicht da, von Lucifer und Duck noch groß was kaputt zu machen. Ja, er steht hier ein bisschen länger, aber das wird er nicht gewinnen. Das heißt, Dorfbewohner können wieder an die Arbeit gehen. Aber Holzenkamm hat gelitten für Mullion in der Zwischenzeit. Wirtschaftlich gesamt ist er trotzdem nach vorne. 83 zu 66. Die Flotte von Lucifer ist wieder in Bewegung. Der Hafen ist fast down. Was kommt da irgendwas zu? Die Reparaturen, die Dorfbrunnen sind zu weit weg, um da irgendwas zu retten. Er schießt nochmal zumindest einen Pfeil raus. Beschädigt hier den Brander, aber viel mehr geht dann doch nicht. Doch Dorfbrunnen wird nochmal rausgeschickt. Kommt der rechtzeitig? 20 Hitpoints? Ne, das sind Einheiten im Weg. Der Dorfbrunnen stirbt auf seiner Mission und damit für den Hafen. Keine Hoffnung, der bröckelt auseinander. Sein Kollege lebt noch. Aber ein Hafen schon mal weniger. Lucifer lässt hier nicht locker. Macht weiter Druck und zieht auch zu Land. Macht er wieder Druck, schickt die nächsten Einheiten hier rein. Aber trifft jetzt auf mehr und mehr Reiter und hat wenig Speerkämpfer. Und eine von den beiden hat er gerade schon verloren. Oh, die Einheiten sind noch auf Move Command. Die Einheiten laufen komplett stumpf rein und werden zerstört von den Truppen von Marinord. Wie sieht es mit der Seestadt aus? Da haben sie sich auch wieder getrennt ohne größere Verluste bisher. Und man sieht, die Einheiten waren einfach abgefarmt. Da erreicht Lucifer gerade gar nichts. Seine Flotte währenddessen 10 Hulks jetzt wieder. Auf der anderen Seite sind es 9 Kriegsschunken, aber auch 9 normale Schunken. Das heißt, die Brande können kaum noch durchkommen gegen den Massenbeschuss von den normalen Schunken. Die sind ja der Konter für die ganzen Brander. Man sieht, vor hier Speer wurde auch noch zerstört. Also zu Land hat Lucy von einiges verloren. Hat nicht mehr wirklich die Vision gerade auf die Ecke von Marine dort. Zu See sieht es noch besser aus, aber zu Land weiß er gerade nichts mehr, wo und wie sich der Gegner da bewegt. Beide jetzt mit Schmiede-Upgrades, unter anderem die Fernkampfrüstung. Fernkampfrüstung bringt den Schiffen nichts, sondern die profitieren nur von dem Fernkampfschadens-Upgrade. Wenn man das dabei hat, dann kriegen die Bogenschützenschiffe, also die Chunken und die Galeeren, den Zusatzschaden mit oben drauf. Für jeden Pfeil muss man sagen, also es sammelt sich schon auch, das Upgrade lohnt sich durchaus. Niemand hat das aber erstmal nicht, das kommt jetzt als nächstes. Der stattdessen Fernkampfrüstung erforscht und schickt seine Reiter mal durch die Gegend. Die Goldader ist leer, also man muss weiteres Gold sammeln, das macht man hier unten. Krass, auch hier sehr, sehr lange Feudalzeitschlacht. 91 zu 71 wirtschaftlich gesamt. Immer noch ein Dorfzentrum zu einem Dorfzentrum, die haben halt Häfen ohne Ende und damit einiges an Fischerbooten. Man sieht auch, Gold ist ein bisschen was inzwischen vorhanden. Und die nächste Seeschlacht scheint bevorzustehen. Es ist halt so viel. Es ist umso schwieriger, das alles vernünftig zu merken. Man sieht das, wie sehr sich die Schiffe gegenseitig in Bewegung gehen und versucht irgendwie die Brande dann durch die eigenen Schunken durchzuschleusen, damit sie in den Gegner crashen. Muss aber aufpassen, dass sie eben nicht weggesnappt werden. Und jetzt ist ein Uhrturm unterwegs. Also Ritterzeit soll kommen. Und ein weiteres Mal marine Schießscharten, denn es gab hier oben den nächsten Hafen. Also da kommt noch meiner. Hier legt gerade Hafen um Hafen nach und blockiert immer noch die Flotte von Lucifer, dass die keinen größeren Schaden anrichtet. Mir ist fast maxed out.
in der Feudalzeit mit einfach sehr, sehr vielen Schiffen, wobei jetzt auch sehr, sehr vielen Reitern. 12 Reiter inzwischen auf dem Feld. Der Brander sucht sein Ziel, jagt ein paar Fischerboote. Hier sind sehr, sehr viele Fischerboote. Aber dafür die Rest der Truppe, die muss kämpfen. Der Brander wäre hier durchaus benötigt gewesen. Da wird weiter rein explodiert. Da sind die ganzen Brander am Anschippern. Einige davon werden weggenommen. Teil macht Splash Damage. Und da kommt noch das Rüstungsupgrade für die Flotte. Man sieht mehr TP und Fernkampfrüstung für Marinord. Das dauert jetzt aber noch 30 Sekunden. Die Flottenkampf ist immer noch am Laufen. Aber für Lucifer sieht es nicht so aus, ob er sich hier direkt durchsetzen kann. Und hier die ganzen Häfen laufen auch. Die Reparatur. Die Reinforcements, die da kommen. Die Economy von ihr läuft weiter. Wobei er hat ein paar Fischerboote verloren. Also die Economy ist ein bisschen geschwächt worden. Dafür wird halt seine Flotte gleich deutlich stärker mit den nächsten Upgrades, mit den nächsten G-Schatten, falls sie nochmal mit dazukommen. 8 Sekunden fehlen da noch. Man kämpft hauptsächlich außerhalb der Häfen. Also Lucifer versucht das auch schon zu managen, dass er nicht innerhalb der Häfen kämpft, weil er genau weiß, das wird sonst nichts. Das Upgrade ist jetzt aber drauf. Das ist die ganzen Schunken, die ganzen Kriegsschunken vorne Marinord sind stärker, sind tanky, halten mehr aus. Da fährt er mal einen Brander mit an. Der macht auch gut Splash Damage. Weitere Brander crashen da rein. Beide Seiten zerstören sich so viel hinten drin. Sind aber die Reiter und die sind an den Dorfbrunnen von Lucifer. Und der hat jetzt hier Probleme. Das ist seine gesamte Holzversorgung, die da gerade abgewürgt wird. Aber er treibt die Schiffe von Marinord bis an den Hafen, bis an die Küste zurück. Also er macht zu See einiges. Problem ist halt, er kann es gerade nicht ganz komplett stoppen. Hat jetzt hier aber auch Einheiten reingeschickt. Kann auch hier die Dorfbrunnen angreifen. Die Reiter werden das in den Räumen hier einmal oder scouten einmal komplett alles durch. Man sieht, wie viel von dem Wald schon ausgehöhlt wurde. Das ist alles in diese Schiffe geflossen. Weit über 20.000 Ressourcen zerstört. Aber trotzdem, es gab noch keinen Sieger in dieser Seeschlacht. Es geht immer noch hin und her. Da pumpen beide so viel Ressourcen, ist auch wirtschaftlich. 26 zu 25 zerstört. Also auch da halten sie sich die Waage. Hier wird das Holz wieder gestoppt, wobei die wandern einfach weiter. Ein paar Reiter kommen jetzt mit dazu, um das kaputt zu machen. Und wieder mal die Flotte von Lucifer kommt Richtung Kartenrand. Brander sind unterwegs. Die Brander profitieren ebenfalls von dem TP-Upgrade. Also auch die haben mehr Hitpoints. Und jetzt kommt der Crash rund um. Die Flotte von Lucifer wird versenkt. Und dann kommt auch das GG. Also merkt, nee, ich komme da einfach nicht durch. Im Gegenteil, der räumt jetzt einiges von mir. Man hat noch sehr viel übrig, hat das bessere Upgrade, hat das bessere Zeitalter. Das führt so nichts mehr. Da war jetzt der Gedanke von Lucifer, ich habe die Ritterzeit nicht. Das heißt, ich muss jetzt mit meiner Truppe noch was bewegen, muss da durchbrechen. Hat auch Schaden hier und da gemacht, aber am Ende hat er selber mehr verloren. In den Dorfbrunnenbau, in den Wirtschaftsgesamt. Man sieht, dass Minot ist auch ein bisschen stagniert dann. Hat einiges verloren, aber er hat halt die Ritterzeit, die Upgrades, die dazu kommen, die besseren Einheiten, die möglich sind. Einfach ganz andere Perspektive als bei Lucifer, der da ein bisschen festgesessen ist. Und somit erhöht Marinord seine Führung, hat damit ein 2 zu 0. Und auch unsere dritte Karte ist eine Hybridkarte bei den beiden, nämlich der Kanal. Man sieht Dorfbrunnen wandern auch schon raus für den eigenen Hafen. Holz wird fleißig gesammelt. Und dann haben wir Delhi gegen Osmanen. Das heißt, Marinord hat dieses Mal die Fischerboote, die angreifen können. Da kommt auch schon auf beiden Seiten die Kaserne mit dazu. Gut, Militärschule wird etwas lange dauern, da Speerkämpfer dazu zu bringen. Da ist die Kaserne deutlich effektiver. Da hat man zumindest noch die gleiche Bauzeit, die man mit dabei hat. Schmiede ist aktuell noch kein Thema, um das weiter zu beschleunigen. Und wir haben eine zweite Kaserne auch mit dabei bei Lucifer. Also hat die Möglichkeit, noch mehr Speerkämpfer zu bauen. Auch hier wieder viel Investment im Early Game. Bei Marinord bleibt es erstmal bei einer Kaserne, aber wenn es hier zu einem Kampf kommt, Speerkämpfer gegen Speerkämpfer, können die Fischerboote ein bisschen aushelfen. Da gehe ich nicht davon aus, dass Lucy von da... Er wird es eher versuchen, außen rum zu laufen, aber die Frage ist, wo kann er überhaupt angreifen? Er könnte im Dorfzentrum nicht viel bewegen, weil das Dorfzentrum halt selber schießt. Und hier, wie gesagt, sind die Fischerboote das Problem, wenn es hier in den Kampf geht. Auch wenn man mehr Speerkämpfer hat, Problem ist halt, der Gegner hat Fernkampfunterstützung. Das macht die Sache eher schwierig, somit tanzen die gerade umeinander rum. Okay, Dorfbrunner kommt mit, also Außenposten soll das Problem lösen, um den Gegner zu belagern. Bisschen Minder zu einer Aktion zwingen, dass er sich rauswagen muss, um den Außenposten anzugreifen. Die Dorfbrunner packen gerade die Messer, okay, jetzt geht's in den Außenposten. Da kommt das Gebäude, das hier die gesamte Konstellation von Marinord stoppen soll. Kann man diesen Außenposten am Leben halten oder die Dorfbrunner? Das ist so die goldene Frage. Da werden Fackeln geworfen, einmal rundherum Außenposten wird geknackt. Die Fischerboote schießen mit. Verluste technisch, es hat den Speer auch gekostet. Westmiel hat bisher noch nichts verloren tatsächlich in dem ganzen Kampf. Geht trotzdem in den direkten Kampf. Er hat Speerkämpfer 9 Stück gegen die 13 vom Gegner. Das wird durchgemalkert. Die Fischerboote sind nicht ganz in Reichweite. Die Dorfbrunnen sind ja auch keine große Hilfe. Somit die Schlacht geht hier weiter. Jetzt die ersten Netten gehen auch von Marinord verloren. Er hat hier direkt das Reinforcement, das er bauen kann. Das macht den Kampf aber etwas chaotisch. Wie man sieht, der Speerkämpfer ist direkt in den feindlichen Reihen gespawnt. Da geht es jetzt weiter hin und her. 12 zu 7 aktuell in den Speerkämpfern. Aber Lucifer muss hier erstmal hinlaufen an die Position. Das dauert aber einen kleinen Augenblick. Versucht es nochmal mit einem Außenposten. Fackeln waren gerade schon in der Hand.
Da wird einmal eine Runde Fackeln, ne, wird gecancelt, bevor das Ding abgebrochen oder bevor das Ding abgerissen wird. Weil wenn es abgerissen wird und es zerstört wird, verliert man auch die Ressourcen. Wenn es cancelt, bekommt man damit die Ressourcen zurück. Und kann dann relativ schnell einen neuen Außenposten ansetzen. Diesmal der Außenposten ein bisschen weiter weg. Ein Speckkämpfer hat sich aber nach vorne locken lassen. Wird damit zerstört. Sind wir 26 zu 25 wirtschaftlich. Glaubenstum unterwegs, Müller, dass er hat genügend gespart für sein Wahrzeichen. Auch wenn der Außenposten hier langsam ein Thema wird. Aber gut, es war halt auch eine Kaserne gegen zwei. Also Lucifer hat viel, viel mehr in dieses dunkle Zeller da rein investiert. Sammelt jetzt erst ein bisschen Gold. Hat davor das noch nicht angerührt. Glaubensturm macht Fortschritte und wie man sieht, Minion gibt die Ecke erstmal ein bisschen auf. Kaserne kriegt der Ärger, Außenposten ist fertig. Möchte das gerade nicht weiter bekämpfen, wartet auf seine Feudalzeit. Hat einige Fischerboote im Einsatz. Und hier die Produktion dann auch gestoppt. Und die Gelehrten kommen sogar mit nach vorne. Okay, Lucifer bleibt also weiter aggressiv. Kann natürlich versuchen, den Hafen dann loszuwerden. Die Frage ist, wie erfolgreich ist das? Denn Minot kann durchaus einen Ausweichshafen bauen. Hat seine Dorfbohnen hier auch immer noch. Für die Kaserne sieht es auf jeden Fall schlecht aus. Okay, da kommt der andere Hafen. Und die Fischerboote wandern auch sofort mit. Das heißt, die ganze Konstruktion hier, ja, die nervt. Ist aber noch kein Weltuntergang. Einzig Einheiten sind für Minot ein Thema. Aber er kann dann anfangen, mit einem Schießstand und Bogenschützen seinen Gegner zu belagern. Interessant ist, dass er eher den Glaubensdom wählt. Also hat er kein Interesse am Attack-Speed-Bonus. Gott, die Dorfbewohner, die Fischerboote gegen die Speerkämpfer. Fischerboote sind ja technisch gesehen auch ein bisschen was von Dorfbewohnern. So, da ist nämlich die Heilung mit dabei. Die Imam-Heilung, der Visierpunkt, der eingesetzt wurde, damit der AOE-Heal, was die ganze Truppe halt, ja, super instand hält. Ah, das wird jetzt etwas ungemütlich für Minot. Er hat wirtschaftlich ein bisschen was verloren. Okay, sofort aber Brander, bisschen Sprengstoffdau unterwegs. Kann natürlich jetzt warten, wenn die Sperrkämpfer sich nochmal annähern, dann wird das Ding hochgejagt und dann hat sich das Thema erledigt. Der Hafen drüben lebt noch, weil aktuell Lucifer hat noch keine Möglichkeit, ihn direkt zu belagern. Weiterer Außenposten ist im Bau. Da kommt aber dann auch ein Daumen dazu. Und da werden die ersten Fackeln ausgepackt. Der Sprengstoffdau. Ja, will sich nicht von einzelnen Einheiten bekämpfen lassen, sondern es möchte schon, dass man da eine große Explosion erwischt. Das ist sehr spannend gegen die Heilung, gar nicht mal so einfach durchzukommen. Tatsächlich, die Heilung macht sich Marino sehr, sehr schwer. Der forscht währenddessen an der Heiligkeit. Deli-Sultanatstypisch alles mögliche unterwegs. Okay, auch die Schmiede inzwischen steht und wie man sieht, da ist die Belagungsfachkenntnis unterwegs in der Außenposten. Ja, das Schiff gibt sich größte Mühe, aber es hat einfach nicht die DPS, um da durchzukommen. Der nächste Außenposten wird hier fertig. Das ist der nächste Hafen, hat hier Schwierigkeiten. Da kommen jetzt auch Schießscharten mit dazu. Also Lucifer spielt hier sehr erdrückend. Kann damit nur noch weiter ausweichen. Aktuell, es gibt jetzt noch nichts, was konkret seine Fischerboote beschießt. Also da kann ich hier noch ein bisschen Nahrung abgeben. Und man sieht, der Hafen ist das nächste Ziel. Da soll es eine Palisade geben. Aber währenddessen der Dreiteiler hier, jedes Kampfschiff einmal vorhanden, schippert mal kurz rüber, belagert die ganzen Fischerboote von Lucifer, also bekommt da keine Nahrung mehr rein und hier die Palisade wird zwar gebaut, aber es kostet die beiden Dorfbewohner und selbst die Palisade ist nicht im besten Zustand, die kann man wegarbeiten theoretisch, der Außenposten schießt inzwischen, der Hafen wird zerstört, also man versucht jetzt auch die Economy vom Gegner da zu stoppen, Sprengstoffdau will, hier ist einfach kein Platz, hier ist kein Platz, um dem Sprengstoffdau auszuweichen, beim besten Willen, er ist nämlich jetzt auch Ende Gelände, da kann man nicht viel weiter, oh Gott, er quetscht sich wirklich diesen Fluss, oh mein Gott. Das sieht so lächerlich aus. Die Fischerboote von Müller ziehen sie jetzt aus, aber irgendwann ist die Fläche zu Ende. Okay, am Ende. Er hat wirklich alle vier auch getroffen. Genau das war der Plan. Und das Dock kann jetzt quasi nachsetzen und die versenken. Wenn das hier kommt, der andere Hafen. Die Schiffe sind nach hinten gegangen. Der Hafen wird mir das auch beschossen. Die Palisade, wie gesagt, ist zwar ein Thema, aber die kann man theoretisch zerstören. Okay, leider wird das Dau zurückgezogen. Man schafft es nicht, die Kills auf die Fischerboote. Trotzdem wurde die letzte Zeit nicht gesammelt und hier ist ein Rambock in Produktion. Die Bogenschützen sind angekommen. Für Lucifer, er hat natürlich die Kasernen hier vorne und damit keinen Schießstand. Also Bogenschützen werden so nicht einfach. Generell kein weiteres Produkt. Jetzt sammelt jetzt erstmal Steine. Also das sollen Militärschulen folgen, wie es aussieht. Währenddessen ist der Außenposten immer noch sehr, sehr nervig. Aber mit Ramböcken will sich Molinot hier weiterarbeiten. Und seine Fischerboote leben auch noch. Das Dau, im Dau gegen Dau-Kampf okay. Aber wenn halt die Bagala mitkämpft, wird es eher schwierig. Und hier der Hulk aktuell. Kann nur nicht gebaut werden, weil Lucifer seine Bevölkerungskapazität festgesteckt hat.
Jetzt ist er da. Ja, dass nie die Palisade bearbeitet wird, die ist noch im Bau. Das heißt, sie nimmt extra Schaden und kann damit auch recht easy geknackt werden. Dass man kann jetzt wieder durchschippern, wenn man wollte. Rambock inzwischen auch fertig. Das heißt, die Außenposten werden angegangen. Schwerkämpfer sind immer noch 14 Stück. Da kommt der Hulk angefahren. Wollte das Dau versenken. Gelingt erstmal nicht. Die Einheiten hier kommen auch mit dazu. Dau wurde versenkt. Der Hafen baut gerade nichts. Parallel Rambock klopft am Außenposten an. Der Hafen soll einfach abgerissen werden. Währenddessen die Bagalle einfach weiterfährt und versucht noch irgendwie Kills zu finden. Was nicht so einfach wird. Da wird als nächstes weiteres Fischerboot gebaut. Doch das Dau könnte man versenken. Und da fand die Bagalla schießt in beide Richtungen gerade. Ja, einmal nach vorne, einmal nach hinten. Das Dau jetzt noch mit Problemen. Die Bagalla wird gebodyblockt von den Fischerbooten, dass sie nicht wegfahren kann. Das ist gut gemacht von Lucifer. Stellt seine Fischerboote so hin, dass sie in Bewegung gehen, dass man Stück für Stück die Bagalla zerlegen kann. Das klappt auch. Bagalla ist auf Wolke versenkt. Parallel aber beide Außenposten von der dritte wird auch angegriffen. Der Hafen lebt noch. Wie sieht es unten aus? Da geht es nämlich jetzt mehr in Richtung geweihte Städte. Es gibt 4 Stück auf der Map. Was es dem Delhi-Sultanat ein bisschen einfacher macht. So, ja, der Außenposten wird nicht mehr lange leben. Und hier kommt die ganze Truppe runter, um die geweihte Städte anzugehen. Die Sperrkämpfer werden das nicht lange halten können. Es gab einen weiteren Visierpunkt für den Militär. Es sind jetzt, wie man sieht, Schmiede und Militärschulen da und auch die Schießstände. Das ist man... Kann endlich Bogenschütze mit ranholen. Geweihte Städte einmal umkämpft. Wird nicht eingenommen. Gelehrter wird stattdessen zerstört. Weitere Gelehrte im Bau. Die unten kann eingenommen werden. Normal fährt. Da fehlt aber der Gelehrte noch. Die Sperrkämpfer. Fehlt er das Upgrade? Ja, die sind auf Stufe 1. Die sind auf Stufe 1 beim Molinot. Er hat das Upgrade noch nicht für seine Sperrkämpfer. Dachte mir gerade, warum fällt der so schnell auseinander? Aber ja, Stufe 1 bewirkt das. Die Bagalla wurde gerade von einem Brander weggesprengt. Weitere Bagallas werden gebaut. Da ist noch ein Dau hier mit dabei. Der Außenposten ist inzwischen weg. Der Hafen hat da etwas mehr Frieden. Und hier eine Palisade, um die geweihte Stätte auch zu umzäunen. Weil das sind die geweihte Stätte, könnte auch noch eingenommen werden. Wo sind die nächsten Gelehrten? Da ist einer unterwegs. Das sind einfach andere Einheiten. Es ist ja der Glaubenssumm da. Also man könnte weitere Gelehrte produzieren. Es dauert halt einfach. Man sieht, der produziert auch. Bauzeit ist halt einfach etwas lange. Dafür kostet es nicht ganz so viel Gold. Somit sollen jetzt da 2 geweihte Städte eingenommen werden. Parallel mehr Produktionsgebäude. Weiteres Produktionszentrum mit der Schmiede. Man sieht das ganze Upgrade-Paket. Für Morinor und holt sich auch die Marine Schießschaden immer dazu. Hat die ganzen Fischerboote halt auch im Leben gehalten. Also die sind auch noch aktiv, hat auch hier mit dem Zeitnerven weitere Fischerboote gebaut, schnappt sich auch das Upgrade dazu. Also trotz der ganzen Belagerung, Morinor hat sich da recht gut durchgearbeitet. Und das Spiel ist aktuell noch recht ausgeglichen. Bei dem mit der Feudalzeit 44, 46 in der Economy. Die Truppe wandert schon weiter. Klar, Palisade ist bereits gebaut. Geweihte Städte wird eingenommen. Soll es auf 2 Seiten eingenommen werden, aber hier wird es immer noch nichts. Der Rambock fährt einfach mal weiter, weil er sonst eh nicht weiß, was er tun soll. Der ist in dem Kampf der Infanterie eher unnütz. Jetzt kommt noch das Upgrade für die Sperrkämpfer, das ist auch gleich der weitere Schmiede-Upgrades folgen. Er hat sogar Müller gerade die Nase vorne in Sachen Schmiede-Upgrades. Aktuell 4 Gelehrte mit 2 weiteren Bau. Hinten gibt es noch ein bisschen Ärger mit Reitern, die gerade ein paar Dorfbewohner finden. Kriegen da einen Kill und nerven ein bisschen die Nahrungssammelei. Nahrungseinkommen auf beiden Seiten und nicht die Welt, aber das... Entwickelt sich auch noch. Die Gewaltstätte ist nach wie vor nicht machbar für Marine Lord. Geht es auch schon nach vorne im Holz zusammen. Klar, dieser erste Wald, den man hat, der ist nicht sonderlich groß. Mit dem hat man sich recht schnell durchgearbeitet. Auch Lucifer ist da gleich durch. Das heißt, auch er wird sich weiter reinwagen müssen in die Map für weiteres Holz. Und das in der Rambock macht einfach da Damage, wo Damage machen kann. In dem Fall nimmt er die Palisade noch mit. Und hier steht die ganze Truppe von Lucifer. Das ist ordentlich was am Militär. Man sieht da wieder mal, Osmanen können sehr viel ausbilden, wenn es drauf ankommt. Mjot hat aber selber sehr viel Truppen. Wir sind bei 25 zu 19 Bogenschützen. Schmiede-Upgrades sind jetzt gleich mit den nächsten beiden ab und weg. Das dauert aber noch in dem Fall eine gute Minute, bis beide Upgrades da sind. Schiffe werden auch mehr gebaut. Hier die Palisade ist inzwischen weg. Und man sieht, die Marine-Schießschaden helfen jetzt auch mit aus. Das macht den Kampf für Lucy von etwas schwieriger. Sind auch die Hafenreparatur sind mit dabei. Gerade das Dau kriegt Probleme. Der Hulk ebenfalls leidet. Der Hafen schießt immer noch mit. Also da die Schießscharten blockieren halt komplett den Durchgang. Man sieht, wie viel Schaden man dabei abbekommt. Die Bogenschützen helfen hier nur wenig. Dafür die Landtruppen von Lucifer gehen voran. Die wollen hier das Holz sammeln unterbinden. Das ist ein Meteor, das sind 2 Sipai. Da wurde ein weiterer Visierpunkt gerade eingesetzt. Da einmal Explosion und das Wegschießen. Also Hulk und Bagalla fallen auseinander. Und an Land die Schlacht. Wird auch durchsortiert. Reiter gegen Sipahi.
Die Heilung von den Imamen ist auch immer noch ein Thema. Die Flächenheilung durch auf die ganze Truppe ist immer noch ein Thema, was hilft. Erst die Imam wird gefokust, ist aber noch nicht ganz down. Der wurde auch nach wie vor nicht gesnappt. Das aktuell, das reicht nicht. Schmiedablitz kommen nochmal durch. Nur das, die hat er gleich. Und rennt mit seinen Reitern auch ran an die feindlichen Bogenschützen. Die Sipai sind inzwischen mega, noch ein paar Speerkämpfer auch übrig. Die Armee von Lucifer wird ein bisschen aufgetrennt. Vor allem der Imam ist jetzt unten und hilft damit den Bogenschützen nicht. Bogenschützen sind gerade auf sich gestellt und haben jetzt Probleme. Und tatsächlich, Million hat schon genügend Geld gesammelt, um den Komplex des Verteidigers zu starten. Und trotzdem, der Kampf sieht auch ganz ordentlich für ihn aus. Also, er treibt seinen Gegner da weiter zurück. Mit der ganzen Truppe, die er hat. Hat insgesamt 6 Gelehrte im Einsatz. Obwohl er nur einige weite Städte hat. Das trotzdem irgendwie gemanagt. Er hat zwar weniger Bogenschützen, aber Lucifer muss immer noch über die Map laufen mit seinen ganzen Reinforcements. Also, es dauert, bis das hier wirklich am Kampfort ankommt. Jetzt erstmal Rückzug für Milord und da kommt die Rüstkammer für Lucifer. Also beide gehen in die Redezeit. Hier noch ein paar Reinforcements auch, die aufpassen müssen. Die waren auch ein bisschen angeschossen. Das in den Häfen hat sich grundsätzlich ein bisschen beruhigt, weil man gegen die Schießscharten halt nicht so viel machen kann. Und da, okay, da gibt es die Rüstkammer jetzt. Also wurde nochmal neu sortiert, wo die hinkommt. Währenddessen der Komplex des Verteidigers macht seine Fortschritte. 3.500 Hitpoints von 5.000. Geweihte Schritte wird immer noch geblockt und zu See gibt es auch hier und da noch ein bisschen Ärger. Das Daumen muss aber aufpassen, das wird gleich vom Hafen versenkt. Ja, der Pfeil ist noch geflogen. Dann kommen da jetzt auch her, da kommen jetzt auch die Marine-Schießscharten, also dass es hier gar nicht hin und her geht. Die Landeinheiten kriegen dann noch Schwierigkeiten, weil das Dauer da gerade draufballert. Ritterzeit ist erreicht, aber Ritterzeit-Ausgleich ist nicht weit weg. Und klar, fürs Delhi-Sultanat dauert es deutlich länger, die Upgrades hinzukriegen, dass man wirklich von der Ritterzeit profitiert, außer man baut die Einheit direkt. Und in dem Fall baut man die Einheiten direkt, denn es gibt Lanzenreiter und Waffenknechte. Und wie man gerade gehört hat, Reliquie wird auch eingesammelt. So, Schießscharten ist auch auf der anderen Seite aktiv. Das heißt, das Daumen muss gleich auch aufpassen. Die Fischerboote werden trotzdem ein bisschen verscheucht. Und da ist die Rüstkammer fertig. Das heißt, ein Mangel in Produktion. Man sieht auch hier, geht man ans Holz nach vorne. Muss man. Man muss irgendwie raus, um weiteres Holz sich zu sichern. Beim Lyot ist es gerade geswitcht. Also er baut es rein Einheiten, die Gold kosten, die man sehen kann. Er sammelt Nahrung en masse und er sammelt Gold. Holt sich Upgrades, hat den Komplex des Verteidigers, kann also da das Dorf befestigen und Upgrade dazu holen. Fischerbote bewegt sich gerade nicht mehr so viel und er hat fünf Reliquien in der, also er hat seine ganzen Gelehrten so hingestellt, dass er alle Reliquien hier aufsammeln kann, in einem Schwung. Das ist auch mal ein Thema. Parallel nimmt sein Gegner die geweihte Stätte hier vorne ein. Er wird nicht alle Reliquien retten können oder alle Reliquien nach Hause bringen können, aber er hat alle 5 parallel in der Hand. Das hat man halt auch fast nie. Also hier laufen überall Gelehrte mit Reliquien durch die Gegend. Der hier oben lebt auch immer noch. Ich meine 130 Hitpoints. Das dauert ein bisschen, bis man durchkommt. Rüstungsupgrade ist auch mit drauf. Die Einheiten sind aber zu weit weg, um das tatsächlich zu unterstützen. Trotzdem, die Reliquie kommt ein bisschen näher ins Marine-Nord-Gebiet. Man sieht sein ganzes Upgrade-Paket, das unterwegs ist, was aber noch dauern wird. Die restlichen Reliquien scheint es sammeln zu können. Die erste hat abgegeben. Da ist eine, da ist eine. Das heißt, eine müsste noch relativ nah sein. Genau, da ist die zweite. Also er kann sich 4 Reliquien schon mal sichern, auch wenn er die geweihten Städte nicht hat. Mit den Reliquien geht auch schon mal einiges. Er rennt aber hier komplett frontal auf die Speerkämpfer drauf. Aber die Speerkämpfer sind in dem Fall zu wenig, um der Schlacht zu gewinnen. Das heißt, die Reliquie könnte man auch nochmal anvisieren. Zweites Dorfzentrum wird gebaut von Lucifer. Noch mehr Economy. Wir sind bei 55 zu 58, aber gut. Der Fluss ist nicht so ertragreich. Man sieht auch, da sind nicht mehr so viele Fische, was man sieht. Hier geht noch ein bisschen mehr. Ein paar Küstenfische sind hier noch. Aber man sammelt sich recht fleißig durch, man braucht jetzt nicht endlos viele Fischerboote. Die Truppen wachsen und wachsen, 42 zu 21 Bogenschützen. Also die Osmanen pumpen fleißig Units. Veteranen-Upgrade noch für die Speerkämpfer, Bogenschützen und Sipahi haben das bereits. Die ganzen Upgrades für Marinot dauern immer noch. Er hat viel Zeug unterwegs, aber es dauert halt, bis es alles fertig wird und da ist das neue Dorfzentrum gleich online. In der Zwischenzeit, diese Kavallerietrupp checkt mal die Situation ab, prüft, sammelt an den Bärenstreuen hier. Das ist nicht der Fall, sammelt nämlich hier gleich an den Rehen. Und da wird auch die 5. Reliquie wieder aufgesammelt. Also, dass sich halt alle 5 Reliquien schnappt. Hat 2 im Glaubenssturm abgegeben. Wo ist denn der Rest? Mir fehlen da noch ein paar. Okay, da stehen 2 noch rum. Da sind die anderen beiden Reliquien. Und die 5. ist halt die hier oben. Also müsste sie mal alle vernünftig einsortieren für das Bonusgold. Meinst die 400 dann pro Minute, die man hat? Währenddessen gibt es an den Dorfbrunnen etwas Ärger. Und da ist gerade wenig da, was die Dorfbrunnen schützt. Ja, das Dorfzentrum gibt sich größtenteils mehr, aber die Reiter, gerade auch die Lanzenreiter, interessiert das eigentlich wenig. Und das Dorfzentrum ein bisschen drauf schießt. Reinforcements kommen da zwar raus, aber Hauptfokus für Lucifer ist hier, dass seine Armee unterwegs ist. Und da, der Gelehrte hat sich nicht bewegt. Bisher bewegt sich spät. Bekommt prompt auch einen Kanon und Vululu zünden. Aber ich glaube nicht, dass er das überleben wird. Wo sind seine eigenen Truppen? Die sind, okay, komplett auf der anderen Seite. Der Vululu hat gar nichts bewirkt.
Die Kavallerietruppe währenddessen wurde zerstört, die Goldadern ist aber auch leer. Es hat wirtschaftlich noch ein bisschen was gekostet. Man geht weiter direkt zum nächsten Goldadern und da ist der Angriff vor der Haustür. Also Minot, wann bewegt er sich mal rüber, um das zu verteidigen? Jetzt bewegt er sich mal rüber, um das zu verteidigen. Jetzt, wo der Gegner schon direkt, ja, vor den Toren steht, schon am Dorfzentrum steht. Da ist Lucifer aber auch sehr tief. Also läuft jetzt einmal komplett über die Karte mit seinen ganzen Reinforcements. Er ist halt wirklich in der gegnerischen Base. Einen weiteren Weg kann ich hier auf dieser Karte gar nicht wählen. Einmal quer rüber. Und hier sind auch, hier sind immer noch Lanzenreiter aktiv und zerschlagen die Dorf. Und sind schon, wir waren ja gerade bei 12, jetzt sind wir schon bei 18 Kills in der Wirtschaft, jetzt bei 20. Also es ist einiges kaputt gegangen. Wenn das die Truppe hier bewegt, noch nicht so viel. Ja, die Kaserne hat gelitten, aber das ist für mich nicht so tragisch. Die Frage ist, wie läuft der Kampf hier? Die Lanzenreiter müssen aufpassen auf die Sperrkämpfe. Die Horde und Bogenschützen sind wirklich ein Thema. Schmiede-Upgrades, Zweier, wie man sieht, für Fernkampf bei Lucifer, Rüstung und Schaden. Bei Minot ist es genauso, aber der noch die 1er Nahkampf-Upgrades mit drauf. Also das sind sie fast gleich, bisschen besser für Minot in den Upgrades. Und die Schlacht ist hier einfach am Laufen. Die Bogenschützen sind fast schon leidig, wenn das richtig sind. Die Bogenschützen sind gegen die Lanzenreiter jetzt nicht so spektakulär. Die Fernkampf-Rüstung macht ihre Arbeit. Die Angriffs-Upgrades, ja, die kontern ein bisschen, aber nicht genug. Die Lanzenreitermasse ist zu viel. Da kommen jetzt die ersten Armbrustschützen mit dazu, aber die kommen sehr spät und somit Minot kann Lucifer von seiner Haustür erstmal wegschieben. Mangel kommt mit dazu, die wird gleich ein Problem für die ganzen Truppen. Flächenschaden auf die ganze Kavallerie, die rennt auch direkt weiter, will die Mangel ausschalten. Die Bogenschützen leiden und die Reinforcements dauern halt wirklich ewig und da kommt einfach das GG. Er wird parallel hier angegriffen, gleich mit den Fischerbooten, weil Minot hier nicht mehr weiß, was er damit anfangen soll und ja, dass seine Armee hier schon gebrochen wird. Will Lucifer gar nicht weiterkämpfen. Das ist natürlich schade, dass Lucifer da keinen längeren Kampf draus macht. Aber er sah sich nicht mehr, ja, wirtschaftlich ein bisschen was verloren. War da in den Dorfbrunnen hinten. Militärisch hat er seine Truppe Stück für Stück verloren. Reinforcements haben gedauert. Also er hat jetzt einfach Sorge, dass quasi seine Armee Meter um Meter aufgerollt wird. Und er das nicht schnell genug nachproduzieren kann. Ja, wirtschaftlich war er dann auch unterlegen. Nach den ganzen Verlusten. Also die Runbys plus der Kampf am eigenen, an der eigenen Basis. Und prompt war Minot wieder vorne. Und Lucifer hatte keine Lust, da irgendwie noch länger was zu versuchen. Somit ist es tatsächlich schon ein 3:0, was ich sehr schade finde. Ich hätte gerne mehr Maps von den beiden gesehen, aber es läuft, wie es läuft. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal und ciao.